Hier müsste doch irgendwie noch eine zweite Seilbahn oder so kommen, wo ich reinballern kann, oder? Auf der Seite müsste ich doch da langfahren. Da sind eine ganze Menge Leute. Pass mal auf. Helikopter. Habe ich die kaputt gemacht? Ich glaube ja. Haha! Den haben wir. Okay, hinter uns interessiert mich nicht. Wow. Die habe ich gut abgeballert, würde ich sagen. Die Brücke ist hin. Läuft da was rum? Aktuell nicht. Hier vielleicht? Keiner? Ich kann mir das nicht vorstellen. Da muss irgendwas passieren hier. Komm, irgendein Typi. Ich kann mir die ganzen Waffen nicht umsonst besorgt haben. Sniper und alles hier. Jetzt, ne? Ich glaube das nicht. Okay, die Richtung oder die Richtung? Scheiße. Ich weiß es nicht, welche Richtung muss ich denn? Danny, ich bin in der oberen Station. Geh weiter zur Winterlohn. Ende. Sehr gut, Andy. Gray hat uns informiert, dass dieser Bereich fast nur von Logistikpersonal bemannt ist. Aber seit du Sand ins Getriebe streust, wurde die Sicherheit wahrscheinlich verschärft. Das ist der Preis für meine Popularität. Schnauze. Ich habe ja keine andere Waffe gerade. Ich kann ja hier eben gucken. Hier finde ich hier was Schönes. Panzerung ist schon mal gut. Und hier kann ich mich verstecken. Ist da irgendein Typi, der mir noch Ärger macht? Ich bin jetzt nicht am Geschütz. Vorläufig sage ich mal nein. Das ist keiner gerade, ne? Wo bin ich? Ich bin die Platte runtergefallen. Komme ich hier wieder rauf? Das wäre allerdings übel, wenn ich... gut, ich dachte eben schon. Wenn ich da eben runtergebackt wäre. So. Ja gut, ist besser als dieses... mit anderen kann ich ja nichts mehr anfangen. Dann nehme ich zumindest die Pistole. So. Irgendwas brauche ich ja hier. Dann habe ich die wenigstens schon mal angewählt, die Pistole, dass die praktisch im Besitz ist, also dass das gewertet wird als gefundene Waffe, das meinte ich. Ah, hier ist noch was. Oh, Panzerung. Ja, ich höre davon. Ah, das sind ein paar Leute. Oh, der ballert mich hier direkt mit irgendeinem Scheiß ab. Put your beat to this jam. Okay, die brennen da erstmal vor sich hin. Ich hab doch hier noch... Ah, oh, hier. Was ist das denn? Irgendwelche Sachen? Die haben mich doch... Ach gut, der eine hat mich mit dem Geschütz beschossen. Das war natürlich keine Waffe, die ich mitnehmen kann. Aber ich dachte, der eine hätte ein Maschinengewehr gehabt, nicht? Doch hier. Oder? Also ich habe sogar 45 Schuss noch. Der hat ein Geschütz, genau. Hm. Na gut, dann müssen wir so weiterlaufen. Versuchen wir es erstmal hier mit zu ballern. Das ist besser als die Pistole. Yeah.
Der hat eine Law. Ja. Will ich die haben? Nö, irgendwie nicht. Dann ist die Law doof. Aber ehrlich gesagt brauche ich das Sniper nicht unbedingt. Komm, die kann weg. Ich jetzt noch, ah, ich habe Muni gefunden. Sehr schön. Voll bestückt mit dem Teil hier. Ammoniak? Oh, das kann ich mir immer die Muni komplett aufheben. So viel habe ich davon. Puh, wow, was ist hier los, ne? Was ist hier los? Da war ich drin, okay. Ja, ja, wir kommen langsam so in die Schlussphase des Spiels. Drop your weapon. Ah, gut, Alex, du bist ein Held. Yay! Und treffe ich? Ach, das war gar. Ach, Scheiße, das ist dieses Rauchqualm-Gedöns. Hust, hust. Wieso bist du in meinem Leben? So. Ihr mit euren komischen Pistolen, ne? Braucht doch kein Mensch. So. Das Tolle ist, jetzt hätte ich die Waffe auch so bekommen, ne? Also, na gut, na egal. So hatte ich es ein bisschen vorher schon im Spiel. So. Ein bisschen aufräumen hier. Yay. Ja, ich put my hands. Wo bist du denn? Und hier, alles Dietrich erforderlich. Klingt ja interessant, ne? Aber ich habe leider keine Dietriche zur Verfügung. Ach, da bist du. Nicht mehr. Also du nicht. Oh, da kommen ein paar. Hallo, meine Freunde. Oh, du bist tot. Der andere nicht. Komm her. Weißt du, dass du noch da bist? Genau da musst du irgendwo sein. Oh, sagt er. Dann ist er vielleicht tot. Hier haben wir einen Knopf, der nicht betätigt werden kann. Okay, du bist auch tot. So, was haben wir denn hier? Oh, da ist noch Muni. Immer nachladen. Sehr schön. Da ganz hinten war ja auch noch Munition dafür. Ja, ich habe was gehört, ja. Hallo. Du bist auch weg. Was haben wir hier drin? Oh, für die Law. Okay. Was haben wir denn hier? Leichen noch. Und hier? Sniper. Zettel. Auch wenn wir hier relativ abgeschieden sind, habe ich zur Vorsicht die Positionierung zusätzlicher Sicherheitskräfte im Frachteingangsbereich empfohlen. Die eingehenden Vorräte müssen für die kommenden Jahre reichen und zudem sind viele davon für den Wiederaufbau unserer Zivilisation notwendig. Die andere kann sich keine Sicherheitsverletzungen in diesem Bereich oder anderen Bereichen leisten. Das Logistikpersonal muss außerdem in der Verwendung kleiner Waffen ausgebildet werden und regelmäßig an Übungen teilnehmen. Der Sicherheitschef. Chef, ja, mit T-S-C-H. So, da liegt ein Drahtbündel. Das ist sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich... ein Dietrich. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, welche von den beiden Türchen ich öffne. Weil da waren ja... Oh, hier ist noch eine ganze Menge Treibstoff. Und ja, zwei. Ich nehme die linke. Komm, mach mal die linke auf. Ich hoffe, da ist was Sinnvolles drin. Panzerung, okay. Ja, es ist schon sinnvoll, ja doch, kann man sich nicht beschweren. Aber habe ich ja eigentlich gerade noch genug. Gut, gehen wir mal die Treppe hoch. Was wir hier so finden. Die Tür können wir wahrscheinlich öffnen, aber ich will den durchsuchen hier. Und noch ein bisschen Muni eingesackt. Was haben wir da? Nichts, eine Wand. Okay, Kontrollpunkt haben wir auch gehabt, das freut mich. Oh, hallo.
Hau ihn weg, ja. Freundchen! Drop now, nix da. Ich droppe gar nicht hier. Drop the base. Bam, 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 bam. Beschädigte Rüstung. Ja gut, die Rüstung ist beschädigt, weil ich dich gerade totgeschossen habe, Junge. Ne. Da ist schon wieder ein Ziel markiert. Das ist unten, ne? Ja. Ich will mal gucken, was hier oben noch ist. What that? What that? Ich habe ein bisschen dämlich geworfen. Aber es hat gereicht. Gut, durch diese Tür kommen wir einfach nur runter, da wo ich hin sollte. Alles okay. So. So, vielleicht nehmen wir gleich mal den Raketenwerfer. Also ich sage einfach mal, dass das einer ist. Also schon. Vermute ich doch mal, ne? Na komm. Da muss doch was los sein da hinten. Ich? Finde ich so ein bisschen seltsam. Entschuldigung. Kleines Hüsterchen. So, was ist denn da jetzt los? Warum kommt denn hier keiner? Dann war das erst auf dem Rückweg der Fall. Also ich weiß, dass hier eigentlich ordentlich Action ist. Da ist noch ein Bestellordner. Ja, die kommen gleich auf dem Rückweg. Super. Wieso sind die Kisten alle leer? Die Verarschung hier. So, wenn ich jetzt wieder zurücklatsche, glaube ich, haben wir den Salat. Ich weiß bloß nicht, warum ich hier hin sollte. So gerade. Hier war doch irgendwas. Personaltür darf ich ja nicht rein. Richtig. Hä? Ich bin zu früh hierher gegangen, kann das sein? Ja. Geil. Oh. Möchte ich ganz gerne mitnehmen. Aber gut, da haben wir noch... Ja, das sind nur 3 Schuss. Das wäre Verschwendung, wenn ich die jetzt nehmen würde. Ja gut, dann machen wir das gleich. Oh, hier liegt noch mehr von den ganzen Sachen rum. Cool. Eigentlich ist die Session auch schon wieder rum, sehe ich gerade. Wir gucken mal eben... Wir müssen zumindest den nächsten Speicherpunkt eben finden. Also nicht sehr anheimelnd. Anscheinend braucht der Lift eine Schlüsselkarte, Danny. Gray sagte, sie könnten ihn sperren. Du musst eine Schlüsselkarte finden. So groß wie eine Kreditkarte. Und alles klar, Ende. Komm her. Das ist ein Sniper, ne? Hoffentlich schnallt er nicht, dass ich hier tot, halb tot liege. Sonst bräuchte er eigentlich nur auf mich zugerannt kommen und ich wäre tot. Aber nö, das schafft er nicht. Hat's weh? Gut. So, ich glaube, hier kamen auch immer wieder Flammenwerfertypen, was ich nicht so begrüßen würde. Aber ich meine, mich an sowas zu erinnern. So, wenn ich da hinten jetzt auf einmal die Schlüsselkarte finde, glaube ich, dann kann ich wieder zurück. War die in so einer Kiste drin? Ich muss die, glaube ich, schließen, wieder öffnen. Nee. Das wäre es jetzt, wenn die da drin gewesen wäre.
Was bringt denn das, wenn ich jetzt hier lang gehe? Hä? Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht lang. Ach Gott, Alex, was tust du denn hier eigentlich? Ich bin etwas verplant gerade. Ich glaube, ich muss hier... Nee, da muss ich nicht rein. Hä? Ah, doch, sagt er. Hier war noch eine Waffe. Alles mitnehmen. Könnte ich noch durchsuchen? Jo. Dich auch eigentlich? Jo. Dahinter müsste jetzt auch noch eine Leiche sein. Nein, er drop now. No, ne, nicht, nein. Ach, da bist du. Ja, brauchst nicht schießen. Mach ich das eben. Geht auch. So. Da wäre die Sicherheitskarte, glaube ich, drin. Hallo. Geh weg. Sehr schön. Läuft, ne? Upsala, irgendwas schießt auf mich. Du! Bist du tot? Ja. War mir eben nicht sicher, ob du noch weiterlebst. So, das haben wir auch. Ich muss in dieses eine Häuschen da rein, ne? Da kam ich, glaube ich, nur hin, wenn ich hier lang gehe. Da brauche ich einen Schlüsselcode, okay. Was? Motherfucker? Ich dachte, ich hätte sowas in der Richtung gehört. Okay, ja, jetzt sind wir gleichsam in dieser Station. Leute, ich... Wir machen das so. Ich mache hier einen kleinen Cut und wir nehmen einfach eine Runde weiter auf. So machen wir das. Ich würde sagen, schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Cold Winter. Bleibt mir treu. Es geht in die finale Session. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.